Guten Abend und willkommen zur Börse vor 8. Auch heute führt natürlich kein Weg am Coronavirus vorbei. Immer mehr Firmen schlagen Alarm, immer mehr Unternehmen wappnen sich gegen die Ausbreitung und gegen mögliche Folgen. So haben die Fluggesellschaften Lufthansa und KLM einen Einstellungsstopp verhängt. Investitionen werden auf den Prüfstand gestellt, auf dem Prüfstand auch die Flugverbindungen nach China. Die Lufthansa fliegt ja bis Ende März, das reicht der Mitte nicht mehr an. Nun werden auch Verbindungen nach Hongkong gekappt, weil die Nachfrage schlicht nicht mehr da ist. So hat der Siemens-Konzern weitestgehend Dienstreisen in Länder gestrichen, in denen die Corona-Krankheit ausgebrochen ist. Der Reiseveranstalter TUI bietet aktuell keine China-Reisen mehr an. Und die Berliner Tourismusbörse ITB wird in der kommenden Woche keine Aussteller reinlassen, die aus den Corona-Krisengebieten kommen. Auf der anderen Seite fahren Medizinartikelhersteller Sonderschichten. Sie kommen kaum mit der Nachfrage nach Masken und Desinfektionsmitteln mit. Der Klinikbetreiber Helios hat mitgeteilt, man schule die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Umgang mit Corona-Patienten für alle Fälle. Alle Häuser erfüllten die medizinischen, hygienischen und baulichen Voraussetzungen, hieß es. Vor allem aber steht für die deutsche Wirtschaft China im Mittelpunkt. Schließlich ist das Land in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands aufgestiegen. Im Jahr 2019 importierten deutsche Unternehmen Waren und Güter im Wert von 109,7 Milliarden Euro aus China. Gleichzeitig exportierten deutsche Firmen Waren und Güter im Wert von 96 Milliarden Euro nach China. Damit war das Handelsvolumen größer als mit den USA oder den anderen EU-Staaten. Dazu kommen die Milliardeninvestitionen, die deutsche Unternehmen in China getätigt haben. Viele Produkte für den chinesischen Markt werden dort vor Ort produziert. Autos, Maschinen und vieles andere mehr. Nicht nur die großen Konzerne sind dort, auch viele Mittelständler. Einige von ihnen hätten jetzt schon ernsthafte Probleme, sagte der Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Das ist angesichts der schnellen Ausbreitung des Virus kein Wunder. Geschäfte sind geschlossen, Fabriken stillgelegt, laufen mit halber Kraft oder werden langsam wieder hochgefahren. Vor ein paar Tagen hieß es noch, dass die Lieferketten nicht gefährdet seien. Das sieht jetzt schon ganz anders aus. Wie international Lieferketten funktionieren, zeigt das Beispiel eines T-Shirts. Die Baumwolle dafür kommt unter anderem aus den USA. Subventionen machen die Wolle billig. Der Rohstoff wird in die Türkei verschifft. Dort wird die Baumwolle zum Faden gesponnen und zum Stoff verwoben. Ihre Farbe erhalten die Stoffballen in Färbereien in China. In Bangladesch werden sie dann zu Dumpinglöhnen zu T-Shirts genäht, nach Deutschland verschifft und schließlich hier im Geschäft verkauft. Tausende Kilometer legt ein solches T-Shirt zurück. Bei anderen Waren und Gütern ist die Sache sogar noch komplizierter. Selbst wenn irgendwo Made in Germany draufsteht, sind Bestandteile aus aller Herren Länder drin. In China haben sich bereits so viele Hafenarbeiter krank gemeldet, dass Schiffe nicht schnell genug beladen werden können. Die Folge: die Lieferkette reißt, denn in den Fabriken müssen die benötigten Teile und Rohstoffe dann ankommen, wenn sie gebraucht werden. Lager gibt es dafür kaum noch. Besonders betroffen ist die Autoindustrie, die auch ohne Coronavirus eine handfeste Krise durchläuft. Der Umbau in Richtung Elektromobilität kostet Zeit und Geld. Der Brexit und die Handelsstreitigkeiten mit den USA kosten Zeit, Geld und Nerven. Jetzt also Corona mit den bekannten Risiken. Die deutsche Autoindustrie macht mehr als ein Drittel ihres Umsatzes in China. Nur Opel nicht. Der deutsche Hersteller sorgte heute für einen der wenigen Lichtblicke. 2,5 Jahre nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern, zu dem auch Peugeot und Citroën gehören, scheint Opel die Wende geschafft zu haben. Opel hat seine Modellpalette gestrafft. Verlustbringer und Spritfresser wurden aus dem Programm genommen. So konnte der deutsche Hersteller seinen Gewinn im Jahr 2019 um 28% auf 1,1 Milliarden Euro steigern. Doch der Erfolg ist auch teuer erkauft. Seit der Übernahme hat Opel bereits 7.000 Jobs abgebaut. Weitere 2.100 Stellen werden ebenfalls in den kommenden 2 Jahren wegfallen. Danach besteht die Option auf den Abbau von 2.000 weiteren Jobs. Auch die Konzernmutter PSA hat den Rotstift angesetzt. So haben sich die Franzosen nicht nur zu einem der profitabelsten Hersteller gemausert, sondern bei sinkenden Umsätzen einen Rekordgewinn eingefahren. Mit diesem Gewinn im Rücken sieht sich PSA gut gerüstet für die Fusion mit Fiat Chrysler. Der deutsche Aktienindex hat heute eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Um bis zu 3% stürzte der DAX ab und rappelte sich dann wieder auf. Am Ende des Tages stehen 12.775 Punkte auf der Tafel. Das sind nur noch 0,1% weniger als gestern.
Trotz der leichten Erholungstendenzen fällt die Bilanz ernüchternd aus. Seit Wochenbeginn hat der DAX fast 800 Punkte verloren. Machen Sie es gut.